Ja, es gibt viele Wege, wie man dann natürlich einen motivierenden, herausfordernden, kognitiv aktivierenden Unterricht anlegen kann. Für mich besonders wichtig sind Aufgabenformate. Die Aufgabenformate sind ergebnisoffen angelegt. Sie stellen ein Problem in den Raum. Und das zu reflektieren, was man da tut, das ist ein Stück Ziel dieser Aufgaben. Hier geht es um Vergleichen, um Kategorisieren, Ordnung schaffen. Der Geograf Professor Dr. Schuler lehrt an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. Zu einem seiner Forschungsfelder zählt das Gebiet der Aufgabenstellung im Geografieunterricht. Kernprinzip dieses Konzeptes sind ergebnisoffene Aufgabentypen. Diese unterstützen Schüler darin, gestellte Probleme durch die Entwicklung eigener Lösungsstrategien zu bewältigen. Diese schülerorientierten Denkprozesse werden durch eine anschließende Reflexionsphase unterstützt. Ich habe Stefan Schuler in seinem Büro getroffen und mit ihm über Kriterien für guten Unterricht gesprochen. Okay, ja, guter Unterricht. Ich beschränke mich jetzt mal auf guten Geografieunterricht. Der ist für mich gleichermaßen motivierend, kognitiv aktivierend und dabei auch herausfordernd für die Schülerinnen und Schüler. Motivierend und herausfordernd ist eben kein Gegensatz, sondern er ist motivierend zum Beispiel, indem man Unterrichtsthemen auswählt, die das Fach so faszinierend und spannend machen. Diese Themen, die gibt es vielfältig und wo sie mal etwas weniger motivierend sind, kann man sie durch entsprechende Methoden oder auch durch entsprechende Fallbeispiele spannend machen. Die gibt es zuhauf. Da liegt einem die Welt sozusagen ja zu Füßen. Herausfordernd, damit meine ich, dass er auch nicht zu trivial einfach in der Aufgabenform sein sollte. Also nicht auf das Reproduzieren allein abstimmen, nicht nur aus Texten und Filmen irgendwelche Informationen herauslesen und das war's dann, sondern da fängt es dann erst an. Also eine gute strukturierte Wissensvermittlung gehört dazu, das ist auch eine gute Basis. Aber dann erst wird's spannend, wenn ich jetzt in die nächste Ebene komme und das Analytische, Anforderungsbereich 2 oder dann im Anforderungsbereich 3 auch auf das Reflektieren und auf das Problemlösen gehe und einfach Aufgabenformate wähle, die auch für die Schüler nicht sofort einsichtig sind, wie sie die lösen sollen. Wo also der Lösungsweg eine Herausforderung darstellt und wo der auch nicht sofort kleinschrittig klar vorgegeben ist. Ja? Also das macht ja dann auch ein Rätsel zum Beispiel, das, was es spannend ist, was ein Krimi irgendwo spannend macht, ist, dass es nicht so offensichtlich ist. Und das sind gute Aufgaben auch. Die sind dadurch herausfordernd, dass man nicht sofort sieht, wie man sie lösen kann und am besten in einer kleinen Gruppe im Team dann gemeinsam sich in den Lösungsweg auch mitarbeiten muss. Und kognitiv aktivierend sind sie dann ganz automatisch eigentlich, wenn man dieses Level erreicht hat. Das heißt, dass wir auf einer vertieften Nachdenken anstreben, dass die Schülerinnen und Schüler dazu geführt werden, regelrecht verführt werden, tiefer über die Themen nachzudenken und dabei ans Vorwissen anknüpfen. Das heißt, wir suchen auch Themen und Anwendungsfelder, die in den Alltag anknüpfen und dieses Vorwissen bewusst aufgreifen und die den Schülerinnen und Schülern einfach einen Weg zeigen, wie sie dann selbstständig und reflektierend auch Fähigkeiten erwerben, die man im Geografieunterricht anstrebt und die dann einen weiter in die Tiefe führen. Kognitiv aktivierende Aufgaben sind dann ganz einfach, wenn ich sie problemlösend anlege, ergebnisoffen anlege und mit den Schülern gemeinsam dann dran arbeite, dass man diese Aufgabe reflektiert, wie man dabei vorgegangen ist und wofür das, was man dabei lernen konnte, auch im Alltag gut ist, sprich Lerntransfer anregen. Da gibt es natürlich auch andere Wege. Also wichtig sind mitarbeitend Modellen, experimentieren, außerschulisches Lernen. Es gibt viele Wege, die da zum Ziel führen. Aber im Alltag ist es für den Unterricht wichtig, dass man Aufgabenformate beherrscht, die hier schnell zu einem Ziel führen. Und ich glaube, dass die in Denken, Lernen mit Geografie, Thinking to Geography angelegten Aufgabenformate hier sehr gut zugänglich und auch hervorragend in ihrer Struktur her einen Zugang bieten. Mit diesen Aufgabenformaten wird ergebnisoffen gearbeitet.
Im Kern sind sie so angelegt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, hier zu einem Ziel zu kommen. Es ist nicht von vornherein klar, welche Lösung richtig ist. Oft gibt es keine richtige Lösung und auch nicht, wie man da hinkommt. Wenn man die Außenseitermethode herannimmt, ein einfaches Beispiel, was ist der Außenseiter? Rhein, Elbe, Donau, Main. Es gibt verschiedene Lösungen, ja, in welches Meer die Flüsse münden, welches ein Nebenfluss ist oder überhaupt gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, die die Schülerinnen und Schüler hier kreativ entwickeln können. Vor allem hat ihnen keiner gesagt, wie sie zu der Lösung kommen, was sie dabei tun müssen. Und das ist der Punkt. Problem, lösungsoffen zu sein, heißt in dem Fall auch, dass der Lösungsweg nicht kleinschrittig vorgegeben wird, sondern erst im zweiten Schritt helfe ich vielleicht, wenn es Schwierigkeiten gibt. Neben der Außenseitermethode gibt es Planen und Entscheiden. Gibt es lebendige Karte oder lebendige Diagramme, die versuchen, Alltagsaussagen mit abstrakten Medien wie Diagrammen oder Karten zu verknüpfen. Und hier kann jede Schülerin, jeder Schüler auf egal welchem kognitiven Niveau zu einer Lösung kommen. Die Lösung kann differenziert und ausgefallen sein oder auch ganz schlicht. Aber jeder kommt auf eine Lösung und die Frage, wie man zur Lösung kommt, kann hinterher reflektiert werden. Das müssen wir üben. Die Schülerinnen und Schüler sollen das üben und wir als Lehrkräfte müssen es auch üben. Das ist nicht so einfach, diese Reflexionsphase anzuleiten. Aber es gibt auch da ein bisschen Geduld, gilt es zu wahren. Und mit der Zeit lernt man das gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern. Es gibt viele Anleitungen, wie so eine Reflexionsphase aussehen kann und wie man da zum Ziel kommt. Ja, bei Denklernen mit Geografie geht es ja um die Reflexion nach der Aufgabe auch sehr stark. Es geht also um Reflektieren. Es sind ja auch problemlösende Aufgaben, wo man die Problemlösungswege reflektiert. Das sind eigentlich Fähigkeiten aus dem Anforderungsbereich 3. Und viele sagen, das überfordert meine jüngeren Schüler oder die kognitiv schwächeren Schüler. Anforderungsbereich 1 und 2, damit habe ich schon genug zu tun. Das wäre für mich ein großer Irrtum. Auch in der Grundschule, auch bei schwächeren Schülern, auch in förderpädagogischen Kontexten kann man diese und muss man diese Ebene erreichen. Bewertung, Problem lösen, das ist ein Alltagsgeschäft für alle von uns. Und das zu reflektieren, was man da tut, das ist ein Stück Ziel dieser Aufgaben. Und das geht auf unterschiedlichen Levels. Also 1, 2 oder 3 bei den Anforderungsbereichen ist kein Entweder-Oder und gestuft für später, sondern immer alles nebeneinander. Und diese Aufgaben helfen einem dabei, Reflexionsphasen zu strukturieren. Die Reflexionsphase sollte erstens die Ergebnisse vergleichen, die die Schülerinnen und Schüler erzielt haben, inhaltlich. Zweitens die Lösungswege besprechen. Das kann auf ganz einfachem Niveau bleiben. Wie seid ihr zur Lösung gekommen? Welche Tipps habt ihr für andere, die diese Aufgabe lösen sollten? Fürs nächste Mal. Das ist ein ganz schneller Tipp, um an diese Frage ranzukommen. Und das Dritte, wofür ist das nützlich? Also Transfer. Wo kann man das gebrauchen, was wir heute gelernt haben? Wofür könnt ihr das in eurem Alltag gebrauchen? Und darauf können Schülerinnen und Schüler in jedem Alter eine Antwort finden. Wir haben hier mit Aufgabenformaten zu tun, die nicht so leicht in der Leistungsperspektive zu überführen sind. Meine Antwort darauf wäre, der Unterricht ist vielgestaltiger, vielfältiger. Wir haben durchaus auch Phasen im Unterricht, bei denen zum Beispiel mehr Wissensvermittlung im Vordergrund steht, bei denen mehr Training und Übung von bestimmten analytischen Kompetenzen im Vordergrund steht, die sich noch leichter auch in Klassenarbeiten abprüfen lassen. Und die Aufgaben aus Denklernen mit Geografie, die lassen sich wunderbar in einen solchen Unterricht einbetten. Denn bei diesen Aufgaben wird dann der nächste Schritt gegangen, wird angewandtes Wissen eingesetzt, wird das Problemlösen in den Vordergrund gestellt. Und dieses zu kombinieren, ist einfach im Rahmen einer Unterrichtseinheit mühelos möglich und sinnvoll. Nicht das eine oder das andere gegeneinander stellen, sondern beides tun und nicht alles, was man im Unterricht macht, prüfen und abmessen wollen. Das wäre meine Antwort darauf und man kann mit den Schülerinnen und Schülern hinterher auch sehr gut reflektieren, wo eine qualitätvolle Antwort auf eine Denklernaufgabe sich unterscheidet von einer weniger qualitätsvollen Aufgabe und das ist dann ein wertvoller
Bestandteil des Unterrichts, der nicht unbedingt in eine Note überführt werden muss. Zusammenfassend sind kognitiv aktivierende Aufgaben Geografieunterricht in der Regel problemorientiert und ergebnisoffen. Und diese Ergebnisoffenheit führt dazu, dass die Schülerinnen und Schüler nachdenken müssen, dass man mit ihnen hinterher reflektieren kann, wie sie eine Problemlösung gefunden haben und wofür das gut ist im Alltag, was sie dabei lernen konnten.